Liebe Freunde, von der Ose, wir waren mit einer frischen Sendung zum Terrain Mate. So schön, dass du dabei bist. Und aus Marnite sind wir ein Wundervoll von verschiedenen Städten in Russland, Kanada, Mexiko, in Paraguay, Südamerika, verschiedene Städte. Und diese Sendung ist auch für verschiedene Länder, ob sie von Paraguay da wieder ausstrahlen. So Menschen mit verschiedenen Kolonien, verschiedene Städte, wo du einmal checkst. Und eins von den letzten Jahren sind auch viele Siedler, aber nicht bloß wegen der Kolonien, sondern auch Menschen, die dort kommen. Von der Seite ich hier mit einem Fräulein oder mit einem Mädchen, das ist meine Nichte oder meine Sobrina, so ist man das dann in Spanisch sagt. Da geht es eben Mission, was ist Mission für ihr gewesen und gewesen und so weiter. So, jetzt sehe ich hier mit Joanna Vogt und da wird sich selbst wieder präsentieren. Willkommen, Joanna, hier im Programm zum Terrain Mate. Wir wollen mit reden in eben Mission. Kannst du ein bisschen mal von dir vertellen? Willkommen hier. Wenn ich hier mit jungen Menschen sehe, so ist du, dann will ich immer, jo, wer ist das? Wer sind die Älteren? Wer sind die Größeren? Und wo, von wo kommen die von Russland? Und so was alle nicht, dass wir ganz hier schlecht haben. Dann, ich weiß nicht, wer das ist. Kannst du okay. Ein bisschen wieder vertellen von dir? Ja, klar. Als ich Joanna Vogt, das du uns seht, komme hier aus Fernheim, so ganz richtig. So, mein Vater ist Arthur Vogt, meine Mama Elsie Vogt, Cela Fernheim. Von wo ist die Mama? Meine Mama, ja, klar. Meine Mama kommt aus Sommerfeld. So, wir sind Amma in Fernheim gelebt, hier abgewachsen, sind aber auch das ganze Leben lang auch Amma war dann im Sommerfeld gefahren. Von daher all Futs, eine Familie von zwei verschiedenen Kulturen, sind wir dann auch Amma gewesen sozusagen. So, die besten Kalnies-Mischling. Ich war dann Wort ab Männisch reden, die auf Fernheim in Sommerfeld, da habe ich die ganze Mischung gesagt, dass alle Worte Materie davon die Sendung. Ja, ja, ich. Seht ihr, Kollege, wenn ich wusste nicht, ob Wort von der Sprachplatte, ich will reden, aber Wort von alles, was ich komme. Ja. Okay, und so, ans Thema ist von dir über Mission reden und so was alle. Hast du auch lange einmal die Idee gehabt, eine Mission, oder wie kommst du ab? Du bist eins von noch im Ausland. Ja, klar. Also, bei mir hat es einmal von ziemlich jünger angefangen, auch wenn ich dort wahrscheinlich nicht viel gewusst habe. Aber als Kind habe ich mir mal noch eine Evangelisation mit Onkel Gerd Dück. Ja. Betiert bei meiner Ma und habe von dann einmal gesagt, Ma, ich will noch mal Missionaren oder Lehrerin sein. Mhm. So, die zwei Sachen wären da einmal. Ja. Was mir nicht bewusst war, dass man als Lehrerin sehr gut eine Missionaren sein kann, okay. Aber auch, dass man ja mit jedem Beruf ein Missionar sein kann. Ja? Das okay. Missionar ist ja nicht eine Sache, dass mit jedem ja. Beruf kann man ein Missionar sein. Also Missionare sind nicht ein extra Ruß, ein Wort, dass man mit einem Beruf kann das sein. Alle Wege, wo man ist, kann man ein Missionar sein. Ja? Also, mhm. Das ist mir auch dann mit der Zeit bewusst geworden, ja. Yeah. Aber als Kind sieht man jeden Menschen, das ist was ganz anderes. Ja, das sind Missionare. Das sind Missionare. Yeah, yeah. Und wenn die vertalen, dann hört sich das einmal was geräutet an. Ja, ja. Es ist auch, aber kriegt jeder es ein Missionar, ja, wenn man das hört. Also die Menschen, die nicht die Technik designen, dass die vertalen nicht was geräutet. Naja, okay, das sehen wir dann. Aber kriegt, so kommt das dann auch, dass ich als Lehrerin ging das einmal in die Richtung, ich würde sagen, hier in die Rechte. Habe amadieren wird Lehrerin sein, aber nur im Kollegio, wie ich dann erstmal mit vom Lehrer, ich schloss 2017 auf und wie erstmal so, nee, ich muss erstmal was anderes tun. Und schloss dann, ich nahm dort damals ein Jahr für Gott, werde ich machen. Das schloss jetzt nicht für Gott, aber das. Nein, ich sage, das muss erwähnt werden, dass ich auch kreuz ist, viele Missionare. Ja, ja, aber kreuz ist, ja. Wenn ich würde studieren gehen, aber ich würde erstmal immer ganz bewusst, was ja. Andere tun, ja. Einmal weich gehen. Ja. Ich nahm das dann damals ein Jahr, ein Bliss für Arm oder so. Das kam dann kreuz aus, dass ich damals in Peru ging. Cachibo ist eine Missionsstation. Konnte dann im 2018 sein. Ich habe alles verschiedenste Mailiste getan. Von Hüßputzen, von Ätherkochen für andere Menschen, von Abtschinger abholen in der Guarderie mit den Indianer-Tschinger zu arbeiten oder Kindergarten mit Missionars-Tschinger zu tun oder zu Unia-Rechte. Alles mehr Liste, ein sehr, sehr, sehr gesehenes Jahr. Wird das Fußfrechten empfehlen, dass ich, wenn man nur im Kollegium mal meidessen, erstmal nicht weit, ein Jahr weiter gehen, ein Jahr in der Mission zu gehen, das stoppt keinem von nachher wieder lernen, kann ich ganz bewusst sein. Dass du noch eine andere Möglichkeit aus Peru oder so was? Oder wie kommst du, sei ich will Peru, oder wie kommst du zu einer Entscheidung? Ja, also ich wusste damals nicht, wo ich handle. Ich konnte erstmal klar, ich werde weich. Ich habe dann verschiedene Optionen, Möglichkeiten.
habe Gott verschiedene Dinge aufgemacht. Ich wusste nachher am Ende nicht ganz wirklich, was alles passiert wird, wenn ich wirklich bei Peru dann komme. Yeah. Aber wir haben an sich, dann müssen wir noch ein paar Worte yeah. auch sehen, mit ihnen yeah. komme ich dann in Kontakt. Und sie sind dort auch wirklich aus meinen Eltern dann gewesen in Peru für das ganze Jahr. Mm-hmm. Und sie haben sehr in der Tät. Ja. Und da habe Gott dann, weiß ich mir ganz klar, okay, als nächstes dann erstmal im IFD, wo hier bei uns in Fernheim ist, wo eine Lehrerschule ist. Ich will damals hin und her zwischen, wo ich wirklich als Lehrerin lehre oder wo ich Bibelschule mache. Und da wird dann erstmal IFD dran, ja, für die nächsten 3 Jahre. Okay, wenn wir das nun so bezeichnen, du wirst einmal 18 oder 19. Ja. Was sagt deine Mama, dass du 19 Jahre alt Mädchen im Ausland können, oder dein Paar, was sagt ihr dort? Also, sie haben mich einmal in der Stadt. Meine Eltern haben all. Wahrscheinlich dort auch mal gefällt euch dort, das Wunsch, an der Mission zu gehen, auch wirklich da ist. Sie haben mich voll da mit Universität für das eine Jahr zu gehen, mich mit alles geholfen, Reiten machen und so. Ich bewundere auch einmal war vor allem auch meine Mama. Und sie sagt euch selbst, sie konnte euch manchmal nicht ganz beschreiben, aber sie hat dort eben an Gott aufgegeben und einfach Gott hat uns dort erst gedreht. Ja. So, sie sagt, sie können ganz sicher sein, ja, ihre Tochter wie eine Tour weit weich und ging auch nicht jedes Weg zu sein, aber Gott wird abholen. Da ist das da, wo Gott will, die Hand und du hast der Papaste steht. So, vielleicht schickst du dir in diesem Programm und sagst, ich habe Tochter, ein junger Hummlich, der niemals ritten soll, immer dich bei Tisch bleiben, aber würde ich schon sein, Völker von Älteren noch mal zu hören, aber schon, Johanna, wir in Peru eine Zeit und wir hören noch ein bisschen wieder im nächsten Block. Ich lade die Ende bitte senden oder Pause. Wir machen eine Karte Pause und dann lade ich die Ende vom nächsten Block wieder über Mission und wird verschiedene Erlebnisse mit Johanna. Lutans von der Bühgruppe Alka rede. Das Unternehmen Alka, was ein Teil vom Unternehmen Alka ist, die merken die rechte Betonmischung, was die Brücken, was die dort daheim bringen, oder auch all vor die, also von Beton gemerkt, von Zement gemerkt, Sachen, und die dann auch beruhen im zentralen Chaco und merken auch alle meine Bauarbeiten. Also wenn die Brücken, was eins wird von Zement, von Bauarbeit, dann merkt die einfach einen Kontakt mit der Baugruppe Alka. Schön, dass du dabei bist. Ich bedanke mich auch für deine Firmen, für deine Impressas und die Personen, die das mail, ich merke, dass das Programm ausgestrahlt wird auf verschiedene Orten und Weise. Und auch schön, dass du dabei bist von der Otechecke, dass du jetzt ein bisschen mit Johanna Vogt, die in Peru war, eine Zeit. Und die Älteren wieder da hängen. Für ihr wird das wichtig, mal ein paar Jahre wenn sie wissen, dass sie von Gott begleitet werden und können Jutta sagen, was nicht immer ein Timer ist, aber das ist im Fall Jo. Und hat sich entschlossen, also nur Kollegium, nur die Zentralschule, nur die dritte Klasse, einfach sagen, ich will nicht mal was anderes, ich will ein Jahr deine eins wohnen bitte. Und das wird eine schöne Zeit. So, Johanna, du wirst in Peru, hast du gesagt, du kannst du ein bisschen fatale Erlebnisse, wenn eins werden sich feststellt, bist du da in der Stadt oder irgendwo auf dem Baum oder auf einem Bananenfleck oder wo stellt man sich fair, wenn ein Missionar in Peru geht, das kannst du mir vertellen. Also ich kann nicht bloß sagen, von wo ich dort erlebt habe, aber Kreuz ist in Kashiba, die Missionsstation, wo ich wäre. Ja. Wie 15 Kilometer auf. Ich hoffe, ich habe es nicht falsch im Denken, aber 15 Kilometer auf von der nächsten Stadt. Yeah. Ein kleines Stadt, Pucallpa, nennt sich dort, wenn man das notiert, weil wir wären ganz weit waschen. Ich würde sagen, das ist ein bisschen so abgebüht aus Jalvesanga. Also, es wäre hier Jalvesanga, also, der wäre hier von der Kalnie am Chaco. Korrekt. So, und wir wären dann das alles top auf einem großen Hof. Die Missionarsfamilien, da wären viele Missionarsfamilien aus der Schweiz auch, und auch in Deutschland gewesen. Und dann natürlich auch in Peru, also Peruaner, die da wären. Und dann in der Missionsstation ist eine Bibelschule für die Indianer von Peru und die kommen alle bald da. Mhm. Es sind einmal für 4 Monate, gab es meistens 2 Blocks in einem Jahr. Der Sprache ist in Spanisch da? Dann? Mhm. Oder auch andere Sprache, die der Mann hat? Oder? Also, die mussten dann den Indianer mal Spanisch lernen. Die sind natürlich in ganz, ganz verschiedenen Kulturen, auch in sich, in verschiedenen Stämmen. Ja. Und die mussten alle Spanisch reden, um das auf Spanisch zu haben. Ja. So, die wären dann gewesen, was das alle Jahre lang können. Andere, was wirklich mal ganz wenig können, was viel
halb dann noch zu reden, Spanisch zu reden, um den Unrecht zu verstehen. Mhm. Dann wird dann für den Mann, wir sozusagen Pastore, Unrecht am Pastor zu werden, um zu lernen, was es dazu für ja. die Frühe kommt extra Unrecht, und auch, dann auch einfach Handarbeit zu machen, Sachen zu lernen. Und du wirst dann auch mal beim Unrecht, du wirst mit den Kindern oder was? Und krieg die jüngste Kinder von dir, dort dann mitkommen. Ja. Die älteste Kinder sollen in ihrer Darpa bleiben, in der Schule gehen, wenn es dort wird auch gefördert von der Missionsstation. Und da wird aber in dem Jahr krieg, in den Monaten, wo ich dann da wir sehr viele kleine Kinder noch mit, so wie heute dann Guarderia, jeden Tag, da mit den Mamas auch wirklich die Tode ihren Unrecht auch zu machen. Ja. So, das wird dann ganz interessant, weil man da 30 Kinder von sehr verschiedene Stämme, Sprache haben, die alle untereinander sich auch nicht verstehen. Und dann eine Peruanerin, ein Eck, und dann mit all den Tschengen. Und das wie eine Herausforderung. Also, wie Sprache lernt, nicht? Dann, Da lernt man dann mit Hängen, Feiten, Kopf zu reden. Und, aber die wichtigste wieder lernen sie dann auch auf Spanisch. Ja. Aber da wird mir sehr bewusst, auch wenn man die Sprache nicht redet von den Menschen, und diese Tschengen zum Beispiel auch ganz nicht verstanden, Leib versteht man auf jeder Sprache. Man kann Leib wissen, man kann an Gott sein und die verstehen das und die jeweils das trägt. Und sie haben sehr bald nannte sie uns alle einmal, Hermana, Hermana. Und dann, wie dann wie, das wussten sie dann auch, dass wir irgendwas, was wir würden sein. Wenn es auch die Erwachsenen reden, sich alle an, das ist Hermano Alvin oder Hermana Joana. Ja? Sehr, sehr feinheit, sehr ihr Leib dort. Und dann aber auch, dass mein Name wie Joana und dort können die kleinen Kinder dann auch bald. So, ich kann die dann wieder Hermana nennen dann, ja? Natürlich, wir sind ja alle, ihr Sestern und Brüder im Haaren, ja? Und so, das wäre für mich was sehr köstliches. Vor allem einen kleinen Jungen hatte ich da, wenn er uns sagt, über dem ganzen Hof, dann raubt er allen kommen. Und wenn wir uns nicht, sonst nicht verstehen können, das wäre was sehr schönes, ja. Sehr fein. Und du bist von verschiedenen Stämmen. Bist du mal auch dann von dort von der Bibelschule Ritje vor uns, wo im Anland checken, wer das bei den Stämmen dann ist? Ja, wir hatten wirklich die Möglichkeit einmal, dass eine Gruppe auch mit zuvor mit dem Chef dann, mit einem kleineren Chef, mit zuvor in einen Stamm nehmen. Wenn's war. Allein im Amazonas oder wo? Das wäre wie ganz verschiedene kleine Flüsse, Flüsschen. Ja. Ja. Da werde ich die nicht mal sagen, wo das alle wie vor dem Hätten da gehört an. Ja. Also, aber da, wie wir dann bei einer Anwählung von einer Gemeinde, wir sehr, sehr interessant und auch dann ihre Kultur, ihre Hiesette sein und auch Holthieser, Kreuz des Innenstation hat wir auch Holthieser, alle hochgebüht. Und hier wird dann auch einfach, hier weiß ich, ist wirklich sehr hochgebüht, wenn es dicht am Fluss fällt. Für über Schwamminger, also einfach zu schützen und für alles andere Mälligste. Und wir ein ganz sehr schönes Erlebnis, eine schöne Erfahrung. Wenn du eine Stämme wirst, was immer wichtig ist, also was Menschen sehr verbinden, das im Leben ist, sonst muss man nicht Terrain trinken, so. Aber was allgemein ist im Leben, Ete verbindet. Der hat bestimmt nicht bloß Gis und Asado, aber kannst du ein bisschen sagen, was ist, ich hoffe, dass nicht keiner hinzukriegt, wie ein Ete, wie ein Programm, check nicht, aber was mit dem Ete, was ist das für dich? Ja, wie, für mich ist Ete auch immer was sehr schönes Tag gewesen, natürlich mit Menschen. Und dann bekomme ich das erst. Ich sage immer, ich war von alles, was traue, manchmal habe ich mir das alte Situation dann geführt, wo ich bin zu länger nur denken muss, dass ich wirklich alles proben, aber in diesem Fall da im Sturm, wo wir nervieren, hat ich eigentlich sehr geredet. Ete, wie manche Sachen, wenn sie uns dann erklären, was das alles darstellen soll, dann mussten wir zweimal schlucken und trotzdem bloß einfach Ete, aber wir sehr gut. Ansonsten hat ein Missionar mit ein paar Indianer Suris nannte sie dort, das sind das kleine Warma oder. ja, warm, aber ich das nicht mal nennen. Je Abend, dort wir verernt, dort passt, dort wir dort eine Delikatesse, wir dort verernt. Und, ja, da muss ja noch kommen, froh, dass wir dort nicht mal schmecken würden. Da macht sie dort den Vater über den Pommel sein, dass die Manita dort haben. Das muss ich einmal sagen, dann sagen, Herr Schoble Freitag, nicht? Uns gab es Mina Schoble Freitag nicht, aber hier ist das dann halt was ganz anderes. Ja. Nicht so ein Halbwitt, bitte. Sehr.
Und da können über Wort verstehen ihr dann mit der Stimme im Anland? Oder da können sehr, sehr viel Spanisch tun dann mit Übersetzung. Hier wird dann meistens, wenn du dann Pastores kriegst, wie wird alle Leute, die sie Spanisch können, sie können dann Übersetzung für ihre Menschen. Ja? Mhm. Dort gehört dann, so, wenn die Pastores alle kommen, lernen sie können ihre Stimme gehen und auf ihre Sprache wieder reden. Ja? Und ja. Damit dann ihre Menschen alle erreichen. Wenn wir jetzt das checken, du redest vorher ein, welche Sache, du wirst ein Jahrwort für Gott tun, ob es war wie immer, alles für Gott, alles, was wir tun. Aber wenn wir darauf zurückkommen, du bist eine Erfahrung, biet auch von der Familie und dort mit anderen Menschen und so was. Und was bedeutet für die dann an dein Verhältnis mit Gott? Wenn du da denkst, als Missionare, wir da wo wir eins vorher haben, Konzept, ich habe nur als Joanna eine Missionarin da, in das Verhältnis mit Gott, was die da dann so betrachten, oder kommt die da Teufel oder wieder auf oder Versuchungen, wie hast du das als Jugendliche erlebt, dein Verhältnis mit Gott da? Ich glaube, das wird mir ganz am Anfang als wichtigste Wort in den ersten Monaten wie, ich denke, hier fragt nicht für Gott. Ich wollte hier bloß gesehen und ich wow. Liebe und ich wusste meist nicht, wohin. Ja, wenn so, das fühlt sich wirklich inzwischen so und das, als wenn ich das zurückgehe und ich will aber doch hier, weil ich habe so gerade gesagt, Kreuz ist das heißt, dass ich nicht für Gott was tun. Und am Anfang, dass damit alles nicht klar kam. Ja. Andere Sache wäre dann aber auch, wo ich dann auch den Kampf hatte, wie dann wirklich, als ich einmal war bei einer Missionarsfamilie wie in das Haus putzt, ich war jetzt so, naja, wie das dort, wo ich hier gekommen bin, Haus putzen kann ich hier auch Haus. Und da weiß Gott mir dann, aber das Kreuz, das du sagst, Mission, ist alle weh. Ich glaube, von daher kommt das bei mir, dass ich kann Gott einen da, wo ich sehe. Und in diesem Fall wird das nun, ich putze das Haus, aber die Missionarsfrau kann die in die anderen Frau und ihr Rechte wow. gehen. Und dass ihr hier alles habt und jeder Teil davon, wie Gott deine. Ja? Und das gab mir nochmal mehr Kraft und von da an wird das ganze Jahr dann. Also, ist die Bibel sagt, alles, was ihr tun, mit Wirt oder mit Worte, das soll ihr alles tun für den Herrn. Und aus dem Haus putzen ist, oder warm ist, oder Tienja, mit Tienja spielen, alles für Gott tun und so was. Und so interessant ist, dass du das sagst, dann steht bloß, ich will jeden dann Wort sehen. Also Menschen, die haben eins Wort, ich will sehen, ich will jeden, die kriegt eben dann allerhand Sehnungen. Das ist das Training-Erlebnis mit Gott. Wenn wir das hinweisen, schicken so, wir ein bisschen wieder nach dem zweiten, im letzten Teil über Mission reden. Und ich lade dich an, du bietest an, wir machen eine kurze Pause und dann jeder im letzten Teil mit Joanna Vogt bei Mission. Schön, dass du dabei bist. Wir sind hier in der Sendung zum Terra in Mathe mit Joanna Vogt. Ich bedanke mich für dich, was das möglich macht, für die Unterstützung von das Programm zum Terra in Mathe in RSSC. Ich war Mission, junge Menschen in der Mission, Erfahrungen. Und wenn man jeden Tag, so ist Joanna sagt, ich ziehe für Rebkuch Missionaren, ich ziehe bloß zum Sehnungen kriegen. Wir sehen das aus dem Wirtschaftlichen, Geistlichen, was immer. Dann noch man jaft, dann noch kriegt man auch Träger. Das ist eine schöne Sehnung. Joanna hat uns vertellt, von ihren Erfahrungen in Peru und so weiter. Und vorher sitzt die Missionarin oder Lehrerin und so weiter. Wirst du dort, was hat die dort gebracht im Bereich von Zukunft? Die mit Gott hat sie verschiedene Erlebnisse. Im Bereich von Zukunft in dieser Zeit, in einem Kollegio. Hast du eins, was du da noch dort hast? Also eine Möglichkeit, die ich zum Beispiel auch noch habe, in Peru, wie für die Missionarstinge, ich durfte Kindergartenlehrerin da sein, ich hatte einen Vorschüler, mit dem ich Vorschule gemacht habe, und habe auch verschiedene Fächer dort unterrichtet, da wir ganz viel Vertrauen auch zu uns freiwillig, was wir da dann mithalten. Und Gott weiß mir da auch ganz klar, dass ich wollte nicht mal, dass ich mit einem EFD gehen. Und ich habe damals auch gesagt, okay, wenn ich da haben soll, Gott, dann bitte gib mir Kraft und Freude auch dafür, wenn es nicht mehr ist. Ja. Und als ich da dann erst wusste, dass ich wirklich diese Erfahrungen da auch machen darf, einfach ein bisschen als Lehrerin, dann wusste ich, ja, das ist da, wo ich kann. Weil, ja. Ja. Und dann hast du hast dann Lehrerseminar aufgeschlossen? Korrekt, ich habe dann 2021 Lehrerseminar aufgeschlossen. Und dann wieder dann Lehrerin sein, oder Missionarin, oder Bethep, oder was dran dann wieder? Korrekt. Also bei mir kam dann am Ende vom EFD dann erstmal war da der Wunsch, wieder auch nach Bibelschule zu machen. Ich habe in diesen Jahren, wo ich im Lehrerseminar war, im Januar
ein Go-Mädchenmarkt, was auch eine Jüngerschaftsschule ist, was wir hier in Philadelphia haben. Ja, habe ich letztes Mal ein Programm gehabt, wie du all was da bist. Ja, sehr gut. Und dort hat für mich auch sehr viel geholfen, mich sehr viel geformt. Im Bereich ab Zukunft und auch ab, wo es mit mir noch einmal wird gehen oder wo Gott in der Welt sind. Und dann habe ich aber gesagt, okay, aber ich werde noch einmal Bibelschule in Asunción dann machen, sie dann im IBA gehen und habe dort dann gleich 2 Jahre Bibelschule aufgeschlossen. Aha, okay. Und also ihr Lehrerseminar und dann reden wir mit Lehrer, dem Lehrerin sein, aber dann auch noch ein bisschen wieder von Bibel weiter am ausgerüstet sein am wieder. Wenn du dort nicht kriegst, ich habe 2 Jahre viel Bibelstudium. Eins wird besonders, was dir abgefallen ist, wenn du denkst, im Verhältnis mit Gott, was für die Bibel wichtig wird im IBA, du hast dann viel Bibel studiert in aller Hand. Was hilft dir, so viel Bibel studieren? natürlich ist dort viel, worin man wissen kann. Man lernt sehr viel in Amavada, einfach überwältigt, was man alles wirklich finden kann in der Bibel, was einem vorher nicht bewusst wird. Yeah. Oder wenn man verschiedene Sachen sehen kann, oder weil der Text dort früher sagt, und weil dort von der Pflicht steht, und wenn man dort interpretieren muss. Yeah. Was mir aber wichtig wird, ist, dass wie Mathe an sich dem anpassen, mit, je nachdem, mit was für den Menschen wie taub sind. Yeah. Ich kann nicht irgendwo hingehen, wo vielleicht noch niemals wer was vom Griechischen oder Hebräischen gehört hat, und am Seil, wo dort steht und wird dort meint, wenn es dort nicht für alle deutlich ist. Ich muss anpassen, dort, was ich gelernt habe, nicht andere Menschen damit zu überfordern, ja? Sondern mich anpassen, den Menschen, ich mal schütze und dann dort abhängen. Ja? Wenn du dort nicht denkst, wie der Lehrerin und Missionarin, was ist deine Vision oder Tschetsche für den nächsten Schritt? Mit euch kann man nicht sagen, wie Tschetsche, mit euch ein Jahr, der Welt wieder Tschetsche. Was machst du mit dem allen nicht denn? Wenn du Lehrerin bist und Bibel studiert hast, was ist deine nächste Schritt? Korrekt, also siehst du, das ist wie für mich von Anfang an auch die Idee, ich werde wieder Bibelschule machen, um mein weiter zu geraten zu machen von der Bibel, um dort dann einzusetzen, wo einmal Gott mich handschätzen wird in der Mission oder wo Amen, oder für mich wird dann auch bewusst gekriegt. In dem, wo ich hingehe als Lehrerin, da kann ich dann auch ein Zeugnis sein und die Bibel weiter wiedergeben. Ja. Und, aber gekriegt, das Wunsch wir da auch in der Mission zu gehen oder in eine Schule zu sein, wo vielleicht, ja, was nicht nur unbedingt wird hier auch sein. Und, aber wir sind ja open, kriegt sehr weit sein, kann ich folgen nicht in diesem Jahr. Kriegt das, ich weiß nicht, wo das hingehen soll. Nü sind, aber der verschiedenste Tide mit Gott und einen Hannen her, der dere opgegangen, dass ich mich nü reit mag, um nach Bolivien zu gehen, als Lehrerin dann. Ja. Also, dort hat Gott wirklich für mich so opgemacht, dass ich den Beruf, was ich so lebe, wo nü für den nächsten Jahr und weiß nicht, für wie lange, ich mal üt arbeiten wo der. Wow. Ja. Dort du hast einen in Spanisch oder ein Plattdeutsch oder was dort sein? Also kreit, das ist in Hacienda Verde in Bolivien. Aha. Und dort ist die Schule ist auf Spanisch und auch auf Plattdeutsch. So wird dann verschiedenste neue Herausforderungen auch für mich sein, auf Plattdeutsch auch wirklich zu unerrechten oder dort Plattdeutsch auch noch zu lernen, sodass mir die Dinge alle verstanden werden können. Aber da ist es dann eben auf Spanisch und auf Plattdeutsch. Die haben auch noch Englisch, aber da ist dann eine andere Lehre. Wenn du das dort bekommst, aus meiner Nähe ist wie ein Wunderfall hier warst, mit verschiedenen Gründen, nicht einmal mit missionarischen Gründen. Wenn du ältere Tätigkeit oder Jugendliche denke ich, aber du hast dich hier nicht was stabiler, dass du hier fast Lehrer, du kannst hier Lehrer sein, an der Kalnie, das ist dort in der Wortmatte, du kannst ja hier ein Zeugnis sein. Du kannst ja hier Gott deine. Warum würde das Mathe wieder rüt sein und so was? Ja, das habe ich mir auch gefragt und gekriegt, was ich auf so eine Frage antworte. Vorher sagte ich einmal, hier sind sie noch Lehrer, hier sind sie noch, was würde ich zählen. Ja. Oder kriege hier sind sie und dann kann ich auch was kommen. Aber klar, dass ich bin mir auch dem bewusst, dass wir das Schritt mit Gott tun, dass wir nicht allein bloß entscheiden, wo wir hingehen wollen. Oder wir haben gerade nicht gekriegt, mit was ich dann gehen, sondern mit einem Typ. Und ich habe das nun wirklich so geführt, habe der aufgemacht, wo ich ihm dankbar bin. Und dort ist aber auch, ich gehe nicht allein. Ich habe die Unterstellung von meinen Eltern, ganz, von meiner Familie, von meiner Gemeinde, von Freunden. Und von mir. von meinem Onkel. so,
Ja, das Essen ist was, was man allein tät, ja. Mhm. Auf gar keinen Fall. Also du jetzt nämlich mal eine Tite, aber der unbestimmte Tite dann sein Wort dann wieder essen ist dort. Ja. Sehr scheine Herausforderung, wenn wir dort tätig ist dort Ritko, ne? Also du hast die Erfahrung, in diesem Fall ist er nicht das erste Mal. Du hast die Vorbereitung und so was alle. Ist das für die ein schweres Kapitel nu der Kalnie oder die Fernet Heim oder die Fernet Harte von deiner Ma und so aller Tochter Leute und dort nu andere vielleicht selbst oder dort alles anders ist so was? Oder was bedeutet das für die? Das ist, glaube ich, alles gemischte Gefühle, je nachdem, was man zu sehr denkt oder nicht, dann fällt einem dort schwerer oder leichter. Aber ich freue mich auch, zu gehen. Und ich natürlich auch, dass ich diese Sache vermissen will. Aber meine Oma sagt immer, wenn man Sachen oder Menschen vermisst, dann weiß man, wenn es dort einem die wichtig sind. So, das ist, was ich einfach mitdrehe. Und krieg, wenn man kennt dann nicht irgendwann in den Häusern oder freut sich auf Besuch, wird man hier dort dann rüttfingen, wird nach alles kommt, ja. Mhm. Aber so, ansonsten... Du bist dort all, du bist all Tschechien da gewesen, oder was weißt du, was du hast, oder hast du das für dich ein unbeschrieben, nicht alles unbekannt, was du da erwartest? Ich fuhr da einmal hin, Tschechien, ich habe die Mail geschickt, einmal dort zu senden, wie weit ich in Asien werde, dort einmal Channel-Tilieren kriegen, ein Bild mit zu machen, auf dort. Wie das dort wird sein. Dort glaube ich, hat auch noch mehr daran, dass ich mich jetzt auch als frei, die Menschen dort als Channel-Elite haben, herzlich abgenommen worden. Sie erklärten mir dann alles, weisen mich. Und ja, habe gleich auch einen großen Teil nach dort beigetragen. Ja. Mhm. Wenn die Menschen tätige, vielleicht auch was Jugendliche oder so was, und sagen, der Johanna, der hat es nicht mit der Entscheidung. Der ist Teich und dann. Die geht in Peru, dann hier in Lehrerseminar, dann hier in Bolivien und so weiter. Da hat alle klar, fuß mit Gott, der bet einmal an, kommt ein Engel, sagt der alles klar. Oder wenn du abschließend ein paar Konzepte sagst, wenn es Entscheidungen getroffen ist, dort ist das ein Prozess, dann redet Gott dann durch andere Menschen oder so. Ganz klar, dann sag ich, was willst du den Menschen mitteilen, was der wenn es Entscheidungen getroffen? Oh ja, wenn ich mit alles verteilen würde, dass das Entscheidung wirklich wäre, dann würde ich wahrscheinlich Mario noch sagen, nee, das ist abzuhören im Fall, dass Gott mich fuß einfach alles weiß. Und das glaube ich für mich auch eine Herausforderung, dass oh Gott kannst du nicht mal einfach wiesen oder da mit dem Licht da haben, wo ich soll oder so. Und da wäre für mich die geratste Herausforderung, auch nun, dass ich letzte Zeit kriege, ob diese Schlussentscheidung nur wirklich dann in Bolivien zu gehen. Dort habe ich mich weiß, dort habe ich mich lehrt, dass ich kann eine Entscheidung treffen mit Amtshilfe, wenn ich dort in mir bete und mit Amtshilfe und auch mit einer Freundentipp habe ich gefastet, auch extra für Entscheidungen für die Zukunft. Yeah. Und dort ich kann mit Am eine Entscheidung treffen und in eine Richtung losgehen und heute wird dann vieren. Super. Heute wird dann der Open Tour machen, ja. Okay. So, unser Titel ist aufgerannt, Tim Terran Mate, Entscheidungen trafen, Jesus Nachfolge und Mission auf verschiedenen Orten, wie es aus den Ferien, Tschengen-Rechte, da in der Schule, da im Seminar, merkt wieder Menschen rein in Meldmärkte, verschiedene Orten, wie es Mission aus einer Kalnie, Büter der Kalnie und so weiter. Schön, dass du dabei bist. Bei dieser Sendung zum Terrain Mate und danke Johanna in Gottes Sehen an deine Arbeit wieder. Danke.